Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, hä, warum denn Wrath of the Lamb? Ist das nicht das alte Isaac? Und ja, ist es. Aber es hat ein Update bekommen, deswegen steht hier oben auch Eternal Edition. Es ist die Eternal Edition in der Version 1.666, das sehe ich jetzt erst. Lol. Okay, ja, auf jeden Fall gibt es in diesem Update, Upgrade, was auch immer, in dieser Version, in dieser Edition, gibt es jetzt nämlich ganz neu den Hard Mode. Hier kann man an- und ausmachen. Und ich würde sagen, wir testen das einfach mal. Ich habe das gestern, muss man sagen, gestern habe ich das einmal angespielt. Und da war das ziemlich, ziemlich schwer. Weil, erstens muss ich mit Tastatur spielen, was ich ja bei Weavers schon mal überhaupt nicht mache. Mit Tastatur spielen ist blöd, aber ich glaube, ich kriege das irgendwie schon hin. Und zweitens gibt es jetzt andere Gegner. Wie zum Beispiel weiße Fliegen. Ich glaube, die gab es davor auch noch nie. Auf jeden Fall kriegen wir hier erstmal eine Hanged Man-Karte. Okay, interessant. Rewollen wir trotzdem mal. Und wir kriegen Piep. Ja, okay. Nehmen wir so Pieper mit. Oh Gott, das ist alles so ungewohnt. Das alte Isaac. Und zwar gibt es andere Gegner. Die werdet ihr auch wahrscheinlich gleich sehen. Wir schauen mal. Was haben wir hier? Okay, ein paar Fliegen. In der ersten Ebene ist es ja noch nicht so schlimm, dass wir rote Leben verlieren. Mir ist das Spiel gerade ein bisschen zu laut, wenn ich ehrlich bin. So. So, passt das bestimmt besser. Jetzt hattet ihr eben kurz meine Sound-Einstellungen drin, aber egal. Und ich bin mal gespannt, wann wir unseren ersten Supergegner sehen. Da haben wir unseren ersten Supergegner. Ach, guck mal, wir haben sogar den Pieper. Dann lassen wir den die Arbeit machen. Dieser weiße Dings hier, das ist eine Superform. Und die Superform haben nämlich andere Fähigkeiten als die normalen. Und wenn unser Pieper jetzt mal irgendwie treffen würde, das wäre schon ganz schön toll. Ich würde die ungern freilassen. Danke. Oh, da laggt's. Ja, ja, das war auch so ein Problem beim alten Isaac, dass das alles rumgelaggt hat wie Holle. Aber egal. So, wir kriegen erstmal hier Widow. Natürlich die Superform, die Eternal-Form habe ich gelernt. Das ist die Eternal-Form. Und ihr merkt, die springt nicht nur ein- oder zweimal. Nein, sie springt gleich viermal. Geil, oder? Ist schon cool. 1, 2. Und dazu schießt sie dann noch die ganze Zeit rum und ich werde sowas von viele Leben verlieren. Ich habe keine Ahnung, oh Gott, wie weit ich kommen werde. Ich kenne auch richtig viele Superformen noch nicht. Von daher, ich weiß gar nicht, was die alle so können. Oh. Aber wir sterben hier einfach mal gegen Widow, wenn das okay ist. Hilfe! Oh Gott! Pieper, mach Schaden! Ah! Nee! Wir werden echt gegen ihn sterben, oder was? Oh Gott, ich hätte wirklich nochmal trainieren sollen, bevor ich hier spiele. Irgendwie mit Tastatur, das ist ja ganz anders. Ich habe auch versucht gehabt, mit Joy to Key, das ist so ein Programm, irgendwie das einzustellen. Oh ja, das nehmen wir mit. Einzustellen. Dass ich mit Controller spielen kann. Aber irgendwie, das hat nicht wirklich funktioniert. Das war alles so ganz zeitverzögert und so. Und das war alles nicht schön. Und wenn man dann nach links gedrückt hat, ist er die ganze Zeit nach links gelaufen. Und erst wenn man wieder nach links gedrückt hat, hat er es aufgehört. Und das war alles komisch. War alles nicht so ganz schön. Da, noch eine super Version. Was kannst du? Diese ganzen Eternal-Versionen, von denen habe ich ehrlich gesagt Angst. Aha, der schießt. Okay. Okay, der schießt ganz schön schnell. Wieso schießt der die ganze Zeit? Oder schießt er auf uns? Oh Gott, okay. Okay, okay. Ich bin mal gespannt, was wir noch so bekommen. Solange wir keine Eternal-Bosse bekommen, sollte eigentlich alles okay sein. Obwohl das Gute an diesen ganzen Eternal-Formen ist halt, dass sie auch weiße Herzen geben. Mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, die geben sogar fast immer. So, My Reflection. Das gibt's gar nicht mehr im neuen Isaac, oder? My Reflection. Ich glaube, das haben die rausgenommen. Oh, genau. Das gibt's nämlich auch, das hatte ich gestern auch. Dass wenn man ein Item rerollt, dass dann ab und zu einfach das Item verschwindet. Dass man dann gar kein Item mehr hat. Das ist auch richtig, richtig assig, aber okay. Lernen wir mit umzugehen. Moment, wir haben 8 Münzen, das heißt, wir könnten eigentlich mal in den Shop reingucken. Wie lieblos das auch alles aussieht in diesem Isaac. Das fällt mir jetzt erst auf. Also da ist das neue Isaac schon besser. Vom Grafikstil her und so. Auch wenn das pixelig ist, das neue. Aber es ist ja auch mal schön, hier wieder das alte Isaac zu spielen. Das Originale. Na, ich habe aber so ein bisschen Angst vor den ganzen Superversionen. Ich weiß noch nicht, wie weit wir jetzt kommen werden oder wann wir sterben werden oder was auch immer. Aber es sieht gut aus, dass wir ganz schön viele Leben bekommen werden wegen diesen ganzen Eternal-Versionen. Von daher sollten wir vielleicht am Ende richtig viele Leben haben. Und da es das alte Isaac ist, können wir sogar unendlich Leben haben.
Das war damals ja noch so. Da konnte man nicht nur 12 Leben insgesamt haben, sondern unendlich. Diskets Tool. Und da könnte sogar gleichzeitig noch der Supergeheimraum sein. Schade. Hätte aber sein können. Und irgendwie kommt es mir so vor, als wenn die Tränen schneller fliegen als beim neuen. Als beim neuen Isaac. Und wir müssen aufpassen wegen einigen Items, die anders fungieren in diesem Spiel statt in Isaac. Als in Rebirth. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wir haben auf jeden Fall wieder voll Leben. Unser Würfel ist auch voll. Oh Gott, nein, eine Superversion. Geh weg von mir. Au. Oh Gott, die zieht ja wirklich voll auf uns. Yo, die schießt gar nicht so random, die schießt auf uns. Böse Superversion. Sterb, Superversion. Okay. Haben wir schon Damage abbekommen? Ach ja, stimmt. Wir haben... Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht. Diese eine rote Träne kommt nur, weil unser Auge rausgerissen wurde und jetzt im Raum umher tänzelt. Okay, wenigstens keine Superversion, das finde ich ganz gut. Und wir haben noch ein blaues Herz. Moment, wir haben ein blaues Herz. Wir haben noch keine Leben verloren, glaube ich. Das heißt, wenn wir hier jetzt keine Leben verlieren, dann ist uns der Devil Deal eigentlich relativ sicher. Oh Gott, den möchte ich auch überhaupt nicht in der Eternal Form sehen. Oh, das wäre ja richtig schlimm. Es gibt einige Bosse, die man gerne nicht als Eternal Form sehen möchte. Nein, 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 ich darf nicht nochmal getroffen werden. Ich brauche diesen Devil Deal. Wir müssen stärker werden. Okay, der ist aber gar nicht mal so nervig. Aber es laggt auch alles. Ich glaube, das Spiel... Nee, das Spiel läuft nicht mal auf 60 FPS, ne? Deswegen. So, gut. Wie, kein Devil Deal? Haben wir doch schon Leben... Okay. Schade. Haben wir jetzt ja doch schon Leben verloren. Das Spiel ruckelt echt so ein bisschen rum. Fühlt sich alles nicht so ganz smooth an. Oh Gott, was kann der? Was kann der? Mehr Fliegen spawnen oder wie? Okay, scheinbar kann er einfach nur mehr Fliegen spawnen. Das heißt, der ist gar nicht so toll. Fühlt sich toll, dass du weißt bist, hä? Aber dafür kannst du eigentlich nur 2 Fliegen spawnen. Also so toll bist du jetzt auch nicht. Das einzig Schlimme werden wahrscheinlich wirklich nur die Bosse sein, die wirklich eine Eternal-Form sind. Gestern bin ich in der 2. Ebene gestorben. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Als ich das angetestet hatte. Aber ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich mit Kommentieren spiele, tatsächlich besser spiele. Das ist bei vielen ja anders, aber ich kann mich irgendwie besser konzentrieren, wenn ich dabei rede. Beziehungsweise dann ist es mir nicht so ganz egal, wie ich spiele. Ja, ja, kannst du mal sehen. So. Na komm, danke. Oh, eine Trollbombe. Die gibt's dir natürlich auch. Ja, schön, da können wir jetzt aber auch mal so einen Vergleich machen. Was alles anders ist zu... Von diesem Isaac zum Rebirth Isaac. Also, wir haben schon rausbekommen, hier laggt es mehr. Man muss es mit Tastatur spielen, weil es sonst irgendwie komisch ist. Es läuft nicht in 60 FPS. Das merkt man auch richtig doll, finde ich. Oh Gott. Und andere Items und so, ja. Also ich finde Rebirth auf jeden Fall besser. Auch den anderen Grafikstil mag ich irgendwie mehr. Dieses Pixelige. Das hat mehr was von Indie. Oh Gott. Okay, Wie kämpft man denn am besten gegen den? Einfach schießen? Hey, es hat uns wieder getroffen. Einige fliegen weiter, oder wie? Ja, keine Ahnung. Wir kriegen auf jeden Fall eine kostenlose Bombe. Die nehmen wir natürlich... eine kostenlose Münze, besser gesagt. Nehmen wir natürlich mit und gehen mal zum Boss. Wir haben leider schon rote Herzen verloren. Das heißt, wir... Oh nein, Superversion. Was kann die? Aber da wir schon rote Leben verloren haben, werden wir wieder keinen Devil Deal bekommen. Wieso hat der so... Achso. Nein, die schießt. Hat er gerade geschossen? Hä? Wodurch habe ich... Yo, die schießt, wenn sie explodiert. Oh nee. Oh nee, was ist das denn? Oh Gott. Und da kommen nur super Dinger raus. Yo. Nett, danke. Oh Gott. Die schießen einfach 3 Sachen. Hier sind viel zu viele Projektile. Das arme Spiel. Das arme Spiel. Okay, oh nein, das Eternal Heart sollte ich eigentlich noch nicht mitnehmen. Sonst verlieren wir das gleich. Das Lebensupgrade nehmen wir mal mit. Ich glaube, Lebensupgrades sind ganz gut für uns. Aber wir müssen noch den goldenen Raum finden. Hm, wo ist denn der goldene Raum? Oh, guck mal, anders. Guck mal, hier unten ist so ein... Da ist ein Dings. Da ist ein... Ne? Ein Sternchen. Ein weißes Sternchen. Das bedeutet wohl, dass das Eternal ist. Okay, wen töten wir als erstes? Ich glaube, den linken, obwohl der rechte eigentlich schon Leben verloren hatte. Nein, da habe ich mein Eternal Heart verloren. Ich hätte meine Karte einsetzen sollen. Ah, ich hätte gar nicht erst das Eternal Heart einsammeln sollen, bevor ich hier fertig bin. Naja, eigene Blödheit. Das war auch eigene Blödheit. Oh Gott. Dieses Spiel. Aber die gucken niedlich.
Lol. Wie gucken die roten Fliegen denn beim neuen Eisereck? Auf jeden Fall anders. So. Und ich glaube, es gibt gar nicht so viele Mods für dieses Eisereck, oder? Ich glaube, bei dem Eisereck war das noch schwerer, das alles zu modden. Wir brauchen Schlüssel. Ach nein, wir brauchen sowieso Schlüssel. Wir brauchen mindestens einen Schlüssel. Besser wären noch zwei. Denn wir wollen ja in den... Wow. Habt ihr das gesehen? Das war eine normale Bombe. Wir haben sie berührt. Und sie wurde zu einer Trollbombe. Nett, oder? Sowas gibt es hier nämlich auch. Wie es scheint. Finde ich ganz nett. Und wieso finde ich die ganzen Geheimräume nicht? Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Ich will doch nur einen Schlüssel. Gib mir einen Schlüssel. Hast du einen Schlüssel für mich? Au. Ich werde hier noch so oft getroffen werden. Da haben wir einen Schlüssel. Okay, können wir zumindest in den goldenen Raum mit Abel. War Abel hier nicht ein Trinket? Nee, ne? Oder doch? Das ist auf jeden Fall Abel. Was macht Abel? Abel schießt auf jeden Fall mit. Ich revolt's mal. Ein paar Bomben. Okay, warum nicht? Bomben sind die Zukunft. Die Zukunft. Und wenn da jetzt nicht der Geheimraum ist, dann wüsste ich auch nicht weiter. Oh, gibst du uns vielleicht noch einen Schlüssel? Das wäre ganz schön. Eine Fliege. Dankeschön. Boah, ist die Bombeck groß. Die ist ja fast so groß wie wir. Okay, läuft bei der Bombeck. Komm schon, gib mir Schlüssel oder eine Bombe, damit ich in die Luft sprengen kann. Boah, dauert das alles lange hier. Okay, das dauert mir zu lang, tut mir leid. Das ist auch besser gelöst beim neuen Eisereck. Aber okay. Achso, und diese Mod, diese Eternal Edition Mod, die habt ihr übrigens kostenlos. Also wenn ihr das Spiel schon besitzt habt, dann könnt ihr euch die einfach runterladen, wenn das Steam nicht sowieso schon gemacht hat. Bei mir hat es das automatisch gemacht, weil ich das ja so eingestellt hatte. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Damit das Spiel auch mal so ein bisschen schwerer wird. Obwohl ich das mit Tastatur gar nicht mal so leicht finde. Aber okay, ist egal. Hier kann man gar nicht Gabi werden, oder? Oder könnte man doch? Ich weiß das gar nicht. Oha, da war eine Superversion, die sich... Hä? Die kann sich einfach verwandeln. Die kann sich in so einen Kokon einwickeln. Was ist das denn? Wieso kann die da... Oh Gott, wir sind so schwach. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Schaden und wir haben gar keine Leben mehr. Oh, oh. Okay, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Willst du dich vielleicht nochmal verwandeln, du Ding? Nein, das war eben noch eine Raupe. Wie geil ist das denn? Das war eine Raupe. Dann hat er sich in so einen Kokon eingewickelt. Und jetzt ist es eine Fliege. Finde ich cool. Finde ich cool, dass sowas geht hier. Lernt man richtig die Evolution des Schmetterlings. Oder des... Was weiß ich, was das für ein Viech ist. Oh Gott. Okay, danke. Danke, Pieper. So, einmal noch treffen, dann sollte er, glaube ich, tot sein. Jo. Oh, da wurden wir auch einmal getroffen. Perfekt. Aber da muss man echt aufpassen. Von hier gibt's nicht mal was. Wir sind hier falsch. Oh nein. Wow. Kann ja mal sterben da oben, danke. So, der sollte ja recht einfach sein. Und wahrscheinlich werde ich gleich trotzdem noch wieder getroffen. Oh Gott, ich hasse diese Gegner. Los, geh auf. Zeige dein Inneres. Danke. Okay, unser Würfel ist zumindest wieder voll. Wir könnten in die Arcade gehen. Machen wir aber mal nicht. Wir haben zwei Bomben. Wir können also nach einem Geheimraum suchen. Oh nein. Oh nein. Oh nein, wir werden sterben. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Ich setze aber eine Karte ein. Wieso schießt der? Wieso schießt der? Okay, das war sowieso ein blöder Start. Wir haben richtig die schlechten Items bekommen. Curse of the Lost. Okay, macht uns nichts. Wir fangen nochmal neu an. Wir sind Isaac. Wir können gar nicht verlieren. Naja, eigentlich doch. Aber eigentlich nicht. Wir brauchen einfach nur gute Items am Anfang. Und dann passt das schon. Erstmal 15 Minuten. Verdammt für nix. Wieso hat der geschossen? Blöde Superversion. Der war schon tot und schießt trotzdem. Oho, ein Eternal Heart, okay. Da habe ich nichts gegen. Gegen dich habe ich allerdings doch was. Geh mal weg. Was kriegen wir hier? The Fool. Okay. Und nein, der weiße Pin. Oh Gott. Der Boss war sogar... Hilfe. Bei dem Teaser für diese Mod. Da hat man den auch gesehen. Wie er voll durchdreht.
Jetzt ist hier über dieses rote Zeug. Oh Gott. Aber er konnte sich doch auch selber damit treffen, oder? Ah, haben die das gefixt? Also ich habe das so in Erinnerung, dass er sich immer selber treffen konnte. Mit seinem komischen Zeug. Okay, das macht Pin ein bisschen sehr viel schwerer. Oh Gott, wir werden sterben. Ich will nicht sterben. Lass mich leben. Oh Gott. Wenn man das noch einmal trifft mit diesen Explosionsdingern, dann sind wir tot. Das ist jetzt nicht ganz so cool. Und er geht anscheinend nicht mehr auf ein... Oh, nee. Ich komme nicht dagegen an. Oh Gott, Pin, warum? Wow, ich bin der schlechteste Isaac-Spieler, den es gibt. Ach ja, das Eternal-Mod, das Eternal-Mod. Ich kann einfach nicht mit Tastatur spielen. Ich hasse jedes Spiel, das man mit Tastatur spielen muss. Ganz ehrlich. Ah, arg. Oh, die Fliegen sehen aber cooler aus, diese roten. Wieso sind wir eigentlich eben nicht... Bin ich dumm? Wir waren nicht im goldenen Raum. Oh, man sieht die ganze Zeit die Maus, das ist nicht gut. Hä? Wie, das ist schon der Boss? Okay, wenigstens keine weiße Version. Dagegen kommen wir an. Ich bin nicht in den goldenen Raum gegangen, bevor ich zum Boss gegangen bin. Okay, das war dumm. Aber Pin hätte man eigentlich wirklich besiegen können, oder? Eigentlich wirklich. Aber das ist ja alles so total unsmooth. Also ich bin froh, dass es ein neues Isaac gibt. Oh Gott. Da. Monstro. Wir haben einen Triple Shot. Hast du keine Angst vor uns? Oh, dadurch haben wir einfach mal unseren Schaden verdreifacht. Hammer geil. Ist ja voll das geile Item dann. Zack, 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 zack. Ich möchte meine Leben gern behalten. Und weg. Das Krönchen, das rewollen wir mal. Ein Lebens-Upgrade, das nehmen wir gerne mit. Den Rest brauchen wir nicht, es sei denn, vielleicht finden wir noch einen Schlüssel. Für die nächste Ebene, für den goldenen Raum, wisst ihr? Für so einen goldenen Raum, da braucht man nämlich einen Schlüssel. Ja, und ein Stachelraum ist ja auch noch, okay. Können wir eigentlich auch mal reingucken? Na, was Gutes? Nö. Schade. Okay, wir haben eine Bombe. Wir haben keinen Schlüssel. Hm. Na, hoffentlich finden wir dann in der nächsten Ebene noch einen Schlüssel. Sonst wäre doof. Okay, komm. Diesmal schaffen wir das zumindest bis Mom. Bis Mom. Mindestens. Wir haben zumindest die erste Ebene überstanden. Das ist doch schon mal schön. Aber mit so einem Triple Shot sollte das eigentlich gehen. Triple Shot macht doch aber auch Tierstown, oder? Ich glaube schon. Aber dafür schießt man drei Dinger. So. Und drei Schüsse sind besser als ein Schuss. Ja, ja. So, gibst du uns einen Schlüssel? Nope. Allerdings. Nein! Okay, das war's dann wohl mit dem Devil Deal. Obwohl, nee, ich weiß gar nicht. Beim alten Isaac war das so, dass man an den Ding. Nicht beim alten. Beim neuen, also bei Rebirth, da war das ja so, dass man dagegen laufen darf. Und trotzdem noch Devil Deals bekommt. Ich weiß aber nicht, ob das hier genauso war. Allgemein haben die voll viel an den Mechanics geändert. Oh Gott. Nein, okay. Jetzt war es das mit unserem Devil Deal. Jetzt ist er Geschichte. Hör auf, mich einzukesseln. Wieso haben die so viele Leben? Und was ist das für ein doofer Raum? Und wieso spiele ich so schlecht? Ah. Ich spiele wirklich gerade voll schlecht. Aber ich nutze mal die Ausrede, dass ich mit Tastatur spielen muss und ich das nicht mag. Ja, ja. Das ist bestimmt eine super doofe Ausrede. So, Bombe haben wir ja. Gut. Allerdings immer noch keine Schlüssel. Nope, nope, geh weg. Okay, in der Form kann er noch nichts, aber in der Form, oh shit. Oh Gott, wieso schießt du die ganze Zeit? Hör auf! Oh mein Gott, ich werde wieder sterben. Ah, wir brauchen so viele Leben, sonst schaffe ich das nicht. Und diese Eternal-Form haben auch noch mehr Leben, wie es mir scheint. Das ist alles schlimm. Alles schlimm, das ist keine Mod für mich. Nein, nein. Und viele sagen ja, das ist so ein bisschen wie die God-Mode. God-Mode-Mod, die ich ja als nächstes spielen möchte. Dann frage ich mich, ob ich das wirklich immer noch will. Also wenn ich hiermit schon nicht klarkomme. Allerdings, ich glaube, ich bin in Rebirth wirklich besser als in diesen. Isaac, du bist so langsam. Warum bist du so langsam? Naja, immerhin kriegen wir gleich unseren Cube of Meat. Dann können wir wenigstens ein paar Projektile abfangen. Und solange wir über ihn stehen bleiben, dasht er ja auch nicht.
So. Oh Gott. So. Übrigens nicht wundern, wenn die Qualität heute schlechter ist von dem Video. Denn ich musste mit einem anderen Aufnahmeprogramm aufnehmen, weil Fraps das Spiel ja nicht erkennt. Von daher, wenn das jetzt ein bisschen komischer aussieht, nicht nur weil das Spiel anders aussieht, sondern allgemein, dann liegt das daran. So, wir haben einen Schlüssel, das heißt, wir können noch mal kurz in den goldenen Raum reingucken. Oder wir öffnen hier die Kiste. Aber ich glaube, ich gucke lieber in den goldenen Raum rein. So. Aber ich bezweifle mal, dass wir sehr, sehr weit kommen werden. Das bezweifle ich einfach mal. So, unnötigstes Item. Das ist genauso unnötig. Aber wir nutzen es mal. Na, kriegen wir was? Nö. Blödes Item. Das ist immer doof. Dann hast du schon so eine komische Mod, die alles schwerer macht und dann kriegst du nichts Gutes im goldenen Raum. Naja. Hätten wir mal lieber den Schlüssel für die goldene Truhe hier eingelöst. Oder für den Shop. Ne, für den Shop hatten wir zu wenig Geld. Naja, immerhin haben wir unseren Cube of Meat. Damit können wir auch was machen. Curse of the Labyrinth, das gab's ja auch schon? Echt? Okay. Curse of the Labyrinth? Curse of the Labyrinth war aber doch das, was einen hin und her teleportiert hat. Gab's das nicht erst bei Rebirth? Weiß ich gar nicht. Ich dachte, das ist neu dazugekommen. Oder die haben das jetzt wirklich in der Mod jetzt hinzugefügt. Wäre ja auch ganz schnieke. So, okay. Oh nein. Was kann... Jo, okay. Ja, gut. Schieß halt einfach deinen Kack und dann kommt da ganz viel Blut raus. Ja, ja. Naja. Ja, ja, ist okay. Einfach überall eine Blutspur hinmachen. Kann ich mitleben. Kann ich auf jeden Fall mitleben. Das ist doof. Ich hasse Blutspuren. Wieso machst du eine Blutspur? Geh weg. Voll, die bleibt richtig lange. Oh Gott. So, bitte einmal sterben. Könntest du bitte einmal... Hallo? Wie viel Leben der hatte? Okay. Haben wir überlebt? Pff, Lag des Todes. Yay. Ich mag die Lags. Aber klar, das Spiel ist ja noch auf... Java? Java basierend? Oder ist es ein Flash-Game? Nee, Java. Java, ja. Und Java ist halt nicht so schnell. Merkt man ja auch... Oh Gott, was bist du denn? Merkt man ja auch immer wieder an Minecraft. Hilfe! Ha. Gut, haben wir den auch überlebt. Hier ist auch eine Supervision. Was kann diese Supervision eigentlich? Kann die irgendwas Spezielles? Ich glaube... Okay, sie kann schießen. Sie kann schießen. Und sie stirbt nicht durch andere Explosionen. Oh Gott. Also nicht durch ihre eigene zumindest. Hallo, Trollbombe. Tschüss, Trollbombe. Das ist ein richtig komischer Raum. Eine Ebene. Eine richtig komische Ebene. Guck dir das mal an, wie riesig die ist. Oder war das Curse of the Labyrinth hier? Dass die Ebene einfach so richtig groß ist. Kann natürlich auch sein. Weil noch wurden wir, glaube ich, kein einziges Mal teleportiert. So wie das beim alten Isaac. Ich sag aber das alte, aber ist es ja das neue. Also ich meine Rebirth. Wenn ich altes Isaac sage, dann bleibe ich Rebirth. In den meisten Fällen. Ja. Verwirrend. Alles verwirrend. Das Spiel verwirrt mich. Ein Herz. Okay. Danke für die Münze. Jetzt habe ich schon 4. Ach, schon wieder eine Super... Oh nein. Die ziehen sogar ein ganzes Leben ab, oder? Das waren die doch, oder? Oder? Die haben sogar schon... in den unteren Ebenen, beziehungsweise in den oberen Ebenen, viele Leben abgezogen. Und deswegen habe ich die immer gehasst. Das waren meine Hassgegner. Ich glaube, das waren sogar die ersten Gegner, an denen ich gestorben bin. Als ich das Spiel angefangen hatte. Ja, ja. Damals in die guten alten Zeiten. So. Das kriegen wir hier schönlich. Ein Herzchen. Herzchen sind schön und gut. Aber ein bisschen Damage up wäre besser. Oh, ganz viele Able-Köpfe. Yay. Oh Gott, wieso hüpft der so schnell? Ah! Geh weg von mir. Oh, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Kann er? Nein. Oh, Bomben. Cool, wieso kriegen wir Bomben? Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben an dir. Wow. Dann ist das auch noch eine Fake-Bombe. Ich glaub's ja nicht. Okay, noch eine Fake-Bombe. Wow. Wir haben natürlich den grünen Daumen hier. Den grünen Daumen der explosiven Bomben. Alle Bomben, die ich anfasse, werden zu bösen Bomben. Oh nein.
Und wieso bist du eine weiße Fliege? Das hat mich auch richtig verwirrt. Als ich das gestern angetestet hatte, dann war mein erster Boss Duke of Flies. Und da ich in Erinnerung habe, dass man weiße Fliegen eigentlich nicht töten kann, und der Duke of Flies, als er gestorben ist, diese weißen Fliegen gespawnt hat, dann wusste ich schon, ich würde sterben. Oh Gott, wie komme ich hier nur wieder raus? Okay, danke. Kannst du was Schönes oder so? Du kannst nichts, oder? Ja, ihr seid nur Superversion. Ihr könnt nichts. Jo, was? Nein, 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 nein. Was? Geh weg! Jo! Habt ihr das gesehen? Was ist das denn? Verfolgende... Ja, genau! Die machen verfolgende Explosionsdinger. Verfolgende Eifelkeks. Okay, ich werde sterben. Ich werde sterben. Jupp, da bin ich tot. Da bin ich sowas von tot. Was ist das für ein Spiel? Nochmal. Alter. Was ist denn los mit denen? Mann, ich hatte einen Triple Shot. Ja, wow. Ich bin zu blöd für dieses Spiel. Nein, ich sterbe im ersten Raum. Nein. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Alles gut. Okay. Ich lebe noch. Leute, ich lebe noch. Ja, ich lebe noch. Gut. Hi. X-Ray. Ja, gut, nehmen wir mal mit, bevor es gleich wieder weg ist. Oh Gott, ich hasse diese Mod. Ich hasse sie. Ah. Das kann doch nicht sein, dass wir so schnell sterben, nur wegen diesen Superversionen. Wow. Und ich finde das richtig irritierend, dass die ganzen Tränen schneller fliegen. Das ist alles komisch hier. Alles komisch. Ich will nicht mehr. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Fuck. Ich gehe erstmal in den super Geheimraum. Was haben wir hier Schönes? Ah, okay, danke. Können wir zumindest ein bisschen länger überleben. Was? Wo kommt die denn jetzt her? Die war eben noch nicht da. Uncool. Und da ist noch eine... Nee, die Superversion ist weg. Okay, cool. Aha, wenn man einen Raum verlässt, dann ist die Superversion wieder weg. Okay. Diese Eternal-Versionen sind quasi so wie diese Special-Versionen von den ganz normalen Gegnern. Also diese roten und gelben und grün und was weiß ich, was es für alle Farben gibt. Aha, das ist ja interessant. Okay. Aber die drehen ja richtig durch. Die drehen richtig am Rad, diese Eternal-Version. Ich mag die nicht. So. Gut, goldenen Raum waren wir schon. Wir könnten in den Shop. Wir haben sogar 10 Münzen. Ja, komm, wir gehen einmal in den Shop rein. Eventuell ist da ein blaues Herz, was uns ziemlich helfen würde. Und das ist auch der letzte Versuch. Wenn ich jetzt sterben sollte, dann keine Lust mehr. Ja gut. Eine Batterie. Was war das für eine Batterie? Das war die Batterie, die das schneller auflädt, oder? Ich glaube schon. Die Kerze wäre natürlich auch cool, um sehr viel Schaden zu machen. Aber ich kann doch nicht mein Dice weggeben. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Au. Und die... Guck, wie schnell die Tränen hier fliegen. Da, nimm das. Und stirb dran. Aha. Damit hat er nicht gerechnet. So. Achso, und es gibt auch andere. Es gibt jetzt weitere Errungenschaften, die man freischalten kann. So Eternal-Dingens. Aber dafür muss man jetzt mit jedem Charakter, glaube ich. Oh. Mit jedem Charakter mindestens Marm besiegen, soweit ich weiß. Ja, und so weit muss man erstmal kommen. Ist ja jetzt nicht das Einfachste. Bitte ein Item, kein Item. Wir haben auch keine Münzen mehr. Ah, hi, Superversion. Was kannst du Schönes? Die ist bestimmt böse, diese Superversion. Um die kümmern wir uns als Letztes. Hi. Okay, wir haben zumindest einen Psychic Friend. Der kann die jetzt mal hier ein bisschen treffen. Geh bitte weg. Geh bitte einfach weg. Oh nein, warum ist die da drin? Los, Psychic Friend. Mach die fertig. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, da wurde ich echt noch getroffen. Ich glaub's ja nicht. Gut, wir haben 5 Münzen. 3 Fliegis. Hallo, Fliegis. Wie geht's euch, Fliegis? 10 Bomben. Das rewollen wir. Kriegst du jetzt Maggie? Ja gut, ist zumindest ein bisschen mehr Schaden. Bilde ich mir jetzt einfach mal ein. Da ist ein blauer Stein, den holen wir uns. Sprengt das 2 weg, ja, ne? Ja. Perfekt. Was kriegen wir hier noch? Eine Trollbombe. Goldenen Raum waren wir. Gut, gucken wir mal. Monstro.
Aber der normale Mazor, okay, das ist okay. Wir machen sogar relativ guten Schaden. Und kriegen auch relativ guten Schaden. Vor allem das Blöde ist, ich muss das Spiel in Fenstermodus spielen, weil ich es sonst nicht aufnehmen könnte. Das heißt, es ist jetzt auch alles noch voll klein und ich bin eher so ein Vollbildspieler, wenn ich ehrlich bin. Speedup, das nehme ich sogar tatsächlich gerne mit, weil ich fühle mich ziemlich langsam hier. Wir haben die X-Ray-Brille, das heißt, wir sollten höchstwahrscheinlich auch nochmal nach dem anderen Geheimraum suchen, nach dem Supergeheimraum. Aber ich glaube, das Speedup wird uns auf jeden Fall sehr doll helfen. So. Ach so, das war... Wir haben schon beide Geheimräume. Hier, das war der normale Geheimraum und der da unter war der Supergeheimraum. Obwohl der Supergeheimraum ja dann doch an zwei Sachen angrenzt. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Das verstehe ich nicht. Kennst du der Supergeheimraum einfach am Geheimraum dran? Ist klar, Spiel, ist klar. Au. So. Nein, oh Gott. Was ist los mit diesem Spiel? Okay, Leute, wir konzentrieren uns jetzt mal ein bisschen und dann kriegen wir das ja auch gebacken. Zumindest mal zu besiegen. Dann haben wir nämlich eine Errungenschaft mehr. Ist das nicht toll? Ich glaube, als ich aufgehört hatte mit diesem Isaac, da fehlte noch genau eine Errungenschaft, weil mir wieder ein paar Items gefehlt hatten. Und jetzt fehlen mir einfach wieder 10 Stück oder so. Die müsste ich eigentlich auch mal freischalten. Aber wenn ich das so sehe mit dieser Mod, dass ich die dann spielen muss, ich weiß ja nicht, ob ich dazu Lust habe. Auf jeden Fall ist es eine Herausforderung. Ich finde das auch gut, dass die sich immer noch um das alte Isaac kümmern. Also da Respekt, vor allem, dass es umsonst ist. Ja, umsonst, sobald man das Spiel halt hatte. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Oh, heißt, dass sie sich da trotzdem noch bemühen und das Spiel nicht vergessen haben. Na nein. Okay, okay, kein Problem. Kein Problem, hab ja noch ein halbes Herz. Das langt ja. Können wir jetzt eigentlich in den Challenge-Raum da oben, oder ist das so ein Challenge-Raum, wo wir volle Leben haben müssen? Es ist eins, wo man volle Leben haben muss. Okay. Das ist jetzt irgendwie doof. So mit einem halben Leben. Oh nein, und dann sind ja auch noch Spinnen. Ich weiß, ich habe gesagt, es war das letzte Mal, aber es ist mir egal, es ist mir egal. Ich will jetzt mal weiterkommen hier. Ich will zumindest eine Errungenschaft kriegen. Was ist denn los? Was ist denn los hier? Ich will wieder das neue Isaac spielen. Das ist um einiges einfacher. Beziehungsweise halt besser zu spielen. Ja, ja, einfach besser zu spielen. Vorhin, ich bin eben nicht mal an der Superversion gestorben. Das ist ja schon mal arm. So, kommt her. Wieso hüpft hier auch alles rum? Hör auf rumzuhüpfen. Okay, vielleicht. Komm, unser Ziel ist es jetzt, zumindest einen Devil Deal zu bekommen. Das ist jetzt unser Hauptziel. Und mit einem Devil Deal würden wir stärker werden und alles Mögliche. Genug Leben sollten wir nämlich eigentlich bekommen durch die ganzen Eternal Hearts. Oh, guck mal, da ist eine Superversion. Ziehen die eigentlich ein ganzes Leben ab, diese Superversion? Ist möglich. Ist sehr gut möglich. Wie, die kann man nicht mal wegschubsen? Okay. Interessant. So, eine Bombe haben wir. Obwohl es das blaue Herz, wo kein blaues Herz drin ist. Schade. Und wo ist der goldene Raum? Was ist das denn für ein Viech? Was ist das? Der teilt sich garantiert in zwei... Oh, oder in vier. In vier? Teilt er sich in vier dieser Zweier-Dinger? Nö. Der explodiert einfach in ganz viele Fliegen. Ist jetzt nicht ganz so gut gelaufen. Aber okay. Ey, will ich haben. Bevor wir zum Boss gehen, gehen wir jetzt aber erstmal noch in den goldenen Raum, wo auch immer der sein wird. Vielleicht sollte ich wirklich erstmal zum Boss gehen. Dann könnte ich nämlich das Boss-Item rerollen und das goldene Raum-Item. Stimmt, das ist Curse of the Labyrinth. Das heißt, die Ebene ist riesig groß. Oh Gott. Gut, ich glaube, ich gehe gleich wirklich einmal zum Boss. Dann haben wir zwar unser goldenes Item nicht. Aber, okay. Oh Gott, wie schnell die auch fliegen. Komme ich gar nicht drauf klar. Wir sind so langsam. Oh wow. Oh wow. Kannst du bitte sterben? Danke.
Andererseits wird der goldene Raum wahrscheinlich hier rechts sein, nein. Wo denn dann? Au. Übrigens ist das gerade mega warm in meinem Zimmer. Das ist auch nicht toll. Das war heute sowieso richtig warm. 20 Grad oder sowas war das. Dann hat es einmal kurz geregnet, aber das war ja irgendwie nicht so schlimm. Und ich habe gehört, in Dortmund war sogar Gewitter. Ja, ja. Erst so richtig warm und dann Gewitter und so ein Kack. Aber es ist ja gerade wirklich voll warm. Ist krass, ist krass, ist krass, ist krass, ist krass. Okay, ja. Mann, wo ist der goldene Raum? Kann doch nicht sein. Wir haben keine Bomben, um uns irgendwo rauszusprengen. Ist jetzt auch nicht so cool. Ich hätte echt wirklich erstmal zum Boss gehen müssen. Verdammt. Au. Guck mal, so bin ich. So ist Dizzy. Einfach gegen die Gegner laufen. Das ist aber die beste Taktik. Wie viele Leben die auch alle haben. Das finde ich nicht gut. So, was haben wir? Wieder My Reflection und das Ghost Baby. Ah, kann ich mal bitte gute Items bekommen, Spiel? Wäre ganz lieb von dir. Oh Gott, schon wieder diese Superversion. Geh weg. Nein, ah. Ich bin zu blöd für diese Superversion. Hilfe! Bitte rettet mich doch wer. Wenn wir wenigstens ein bisschen stärker werden würden, das wäre auch schon ganz toll. Aber ich glaube, wir brauchen ja sogar zwei Hits, um Fliegen zu töten. Und solange man zwei Hits, ja, solange man zwei Hits für Fliegen braucht, ist das nicht gut. Dann ist man schwach. Schwach und jämmerlich ist man dann. So. Okay, okay. So, zwei Räume noch. Da waren Bettler. Zwei Räume, da können wir noch einmal rerollen. Hi, Superversion. Aber so finde ich das gut. Wenn die Superversion sich nicht bewegt und nicht immer auf uns zuspringt, so wie die ganzen anderen Superversionen, dann ist alles okay. Glaube ich. Auf jeden Fall okayer als sonst. Ah, die sind ja richtig nervig. Du bist nervig. Stirb. Danke. Okay, wir können rerollen. Auf geht's zurück. Wenn wir Glück haben, dann können wir sogar zweimal rerollen. Und, was kriegen wir? Einfach nur eine blöde Bombe. Dass auch noch ein Space-Item wäre. Oder? Das war doch ein Space-Item. Ja. Mr. Boom. Naja. Hä? Hä? Warte, 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 warte. Wir haben nur den Würfel. Wieso hat sich das gerade... Hä? Der Würfel hat sich um zwei aufgeladen. Für nur einen Raum. Oder habe ich das gerade falsch gesehen? Nee, der lädt sich für zwei... Okay, ein paar Bomben, das ist ganz schön. Fünf kostenlose Bomben. Der Würfel lädt sich pro Raum um zwei Dinge auf. Okay, das ist krass. Dann können wir ja sogar wirklich noch zweimal rerollen. Gibst du uns ein blaues Herz? Nö. Hä, seit wann das denn? Einfach nur, weil das eine XXL-Leben ist oder allgemein? Ah, dann hätte ich wirklich erstmal zum Boss gehen müssen. Dann hätten wir so oft rerollen können. Naja, okay. So, stirb. Stirb, du Spinnenmann. Du trauernder Spinnenmann. Oh Mann. Jetzt. Ah, ich hasse dich. Ich hasse dich. Jetzt stirb doch mal, danke. Ah. Das ist alles nervig hier. Okay, wir können einmal noch rerollen. Ich reroll einfach mal das Ding hier oben. Ah, naja, immerhin Bloody Lust. Ah, Bloody Lust war hier sogar, glaube ich, besser. Bloody Lust war, dass wenn wir Gegner getötet haben im Raum, dass wir in diesem Raum stärker geworden sind. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt einen Duke of Flies oder so als Gegner bekommen, ja genau, wir laufen jetzt rot an und unsere Tränen werden immer größer und stärker. Wenn wir einen Duke of Flies oder irgendeinen Gegner haben, hi. Hi.
Ja. Der Gegner spawnt. Dann wäre das ganz schön, aber ich glaube, wir kommen nicht mal mehr bis zum Boss, weil ich einfach davor sterbe. So wie es aussieht. Oh Mann. Oh Mann. Okay, wir können jetzt nochmal gegen den Boss kämpfen. Dann können wir das eine Item im goldenen Raum rewollen. Und dann müssen wir aber darauf hoffen, dass jetzt das Boss-Item ein gutes ist. Ah, guck mal, Duke of Flies. Jetzt können wir seine kleinen Fliegis besiegen. Werden dadurch schon mal schön stark. Und dann ist der Duke of Flies auch keine Probleme. Da haben wir schon rote Tränen. Dieses Bloody Lust gefällt mir sogar besser als im neuen Isaac, wenn ich ehrlich bin. Im neuen Isaac ist das ja so, wenn man getroffen wird, dann wird man für die ganze Ebene stärker. Aber so finde ich das eigentlich besser. So. Oh. Okay. Ja, nehmen wir mit. Zu Emperor. Irgendeine Pille. Tears Down. Genau das habe ich gesucht. Und zweiter Boss. Yo, hi. Na, Larry Junior. Werden wir auch stärker, wenn wir einen Gliedmaster von ihm töten? Was macht der? Das ist eine Eternal-Version, aber der macht irgendwie nichts. Okay, ganz normaler Larry Junior. Der hat bestimmt noch irgendein Ass im Ärmel. Sobald wir... Na? Sobald er sauer wird, bestimmt. Werd bloß nicht sauer, Larry Junior. Werd bloß nicht sauer. Na, irgendwie macht er wirklich nichts. Er hat ein paar mehr Leben. Ja, okay. So. Hälfte geschafft. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Oh Gott. Hey, da macht er wirklich nichts Spezielles. Der kann gar nichts. Okay, gut. Gut zu wissen. So. Zwei Stunden später. Oh, wir haben echt so gar keinen Schaden. Und ich glaube, wir werden nicht stärker, wenn wir seine Gliedmaßen töten. Ach ja. Das dauert echt voll lang. Was ist hier los? The Emperor. The Emperor hat ihn, glaube ich, stärker gemacht, oder? Oder hat The Emperor einen zum Boss teleportiert? Ich glaube, The Emperor war das, was einen stärker gemacht hat. Oder? Oh, ich weiß es nicht. Au. Cool, danke, Larry. Den Schaden habe ich... Hä? Hat er gerade Leben dazu bekommen? Lol. Ah, okay, wir werden aber doch stärker, wenn wir Gliedmaßen besiegen. Allerdings dauert das ganz schön lange hier gerade. Zack, zack. Und... Ah, okay, seine Kopfform macht eine Blutspur. Okay, wenn er mehr nicht kann, dann ist das aber ein schwacher Boss. Außer, dass er halt so viele Leben hat. Danke. Okay, das ist nur ein... Tears Up, glaube ich. Damage Up ist das ja nicht mehr. So wie beim neuen. Das heißt, ich re-roll das einfach mal. Okay. Wahrscheinlich hätte ich das mitnehmen sollen und das Item, was wir im goldenen Raum hatten, rewollen sollen. Aber egal. Egal. Wow, das war gerade erstmal die zweite Ebene. Ach ja. Das kann ja doch was werden hier. Kann man bitte der vordere aufgehen? Der vordere denkt so, ne, ein Treffer und ich bin tot. Spinnst ja wohl, dass ich da noch aufgehe. Diese Projektile in diesem Spiel fliegen auch doof. Alles doof. Ich hasse dieses Spiel. Wieso hatte ich davon über 100 Folgen auf meinem Kanal? Oh Gott. Okay, wir haben 10 Münzen. Eigentlich, wir haben auch genug Schlüssel. Ja, komm. Wir schauen mal rein. Was haben wir hier? Den Kompass. Nett. Wissen wir... Oh, was ist das denn da? Ein Eternal-Raum? Oder was? Da dieses Schwert auf der Karte. Was darf man darunter verstehen? Ah. Oh.
Würde ich sogar tatsächlich gerne rüber, aber wir können leider nicht fliegen. The Emperor. Es gibt ja noch The Empress. The Empress hat einen, glaube ich, zum Boss teleportiert und The Emperor hat einen stärker gemacht. Ich verwechsel die beiden immer wieder. Das ist voll doof. Ein Gabi-Item, das allerdings nicht als Gabi-Item zählt. Das heißt, ich Reroll es. Ja, nehme ich auch nicht mit. Auch wenn es ein Angel-Deal-Item ist. Holy Water, ey. Was will ich mit Holy Water? Ganz ehrlich. Hm, wollen wir da ran? Ja. Ja, komm, machen wir einfach mal. Vielleicht ist da ja ein Damage-Up drin. Max Head oder sowas wäre ja ganz schön. Ja, Max Head heißt das hier. Und nö. Strength. Aha, okay. Was auch immer. Dann halt Strength. Okay, du lehrst mich, du stirbst als erstes. Oh, die machen uns schön stark eigentlich. Mit den ganzen Fliegen. Haha, ich werde immer stärker. Hast du jetzt Angst vor mir? Sieht irgendwie... Naja, doch, er läuft weg. Okay. Genau, lauf weg von uns. Oh Mann, wie komisch diese doofen Spinnen fliegen. Ah. So. Ja, das ist tatsächlich ein Eternal-Raum. Sind da nur Eternal-Gegner drin oder was? Das wär's ja noch. Toll. Bin ich mal gespannt. Dafür braucht man aber wahrscheinlich volle Leben. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Haha, ausgetrickst. So, dürfen wir da rein? Wir dürfen da tatsächlich rein. Das ist aber ein Challenge-Raum, oder? Jo. Toll. Ein Challenge-Raum mit nur Eternal-Sachen drin. Gut, ich setze mal meine Emperor-Karte ein, damit wir ein bisschen stärker werden. Wow, die bringt ja richtig viel. Wir haben nicht mal rote Tränen. GG. GG, Emperor, GG. Bist ja ein ganz toller Emperor. Emperor. Wow, das wird jetzt auch wieder so richtig lange dauern. Das heißt, yo, hier sind sogar Bosse drin. Okay, läuft bei dir. Okay, nur Eternal Gegner. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee war, einfach für Mitra, beziehungsweise für ein Angel-Item hier reinzugehen. Wir hätten das vermutlich auch eher rewollen sollen. Oder? Ich denke schon. Shit, egal. Nicht dran gedacht. Vielleicht sollten wir erst die ganzen kleinen Gegner besiegen, dann werden wir. Oh, dann werden wir stärker. Und dann besiegen wir den. Oder er besiegt uns, das kann auch gut passieren. Und irgendwie ist unsere Range nicht so ganz toll. Bla 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 plark plark plark. Oh, das hat alles keinen Sinn hier. Das hat alles keinen Sinn. Wir machen viel zu wenig Schaden. Oh Gott, hier, nimm die Bombe. Ich hab gesagt, hier, nimm die Bombe. Ich hab gesagt, hier, nimm die Bombe. Danke. Okay, jetzt spawnt er wenigstens keine Sachen mehr, glaube ich. Und er schießt nur noch zwei Sachen. Okay. Und erstmal fliegen, ja, okay. Warum ist der Kopf da? War das schon immer so, dass der Kopf danach immer noch da ist? Das ist aber nicht so ganz cool. Das ist jetzt echt nicht ganz so cool. Und das Ding hinter... Oh nein. Der Kopf hinterlässt einfach eine grüne Spur. Oh, da sind wir tot. Ja. Ihr seht, ich bin zu blöd für dieses Spiel. Ich werde das auf jeden Fall irgendwann nochmal versuchen. Ich werde mal ein bisschen trainieren, um das besser hinzubekommen. Aber ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen in die Eternal Edition. Habt jetzt gesehen, wie scheiße ich in diesem Spiel bin. Und ja, ich glaube, ich
irgendwann kommt dazu nochmal ein Video. Vielleicht an Freitag oder so. Einmal die Woche könnte man das ja mal versuchen, hier jetzt auch die ganzen Errungenschaften sich zu holen. Wäre eine Idee, oder? Aber ich glaube, man muss da erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Wie gesagt, gestern hatte ich halt auch nur bis den ersten Boss gemacht und bin da gleich gestorben. Das heißt, ich habe mich da gar nicht so reingefuchst gehabt. Aber okay, unsere Items waren jetzt auch nicht so geil, die wir bekommen haben, außer als wir einmal diesen Triple Shot hatten. Aber ja, gut. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dem alten Isaac heute nochmal. Und ja, wenn ihr das auch spielen wollt, dann einfach bei Steam laden. Wie gesagt, die Mod ist kostenlos. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.